Da laufen nur mal rum und nur die, die die Originaldinger in der Hand haben, sind von den Organisatoren. Füll das Ding. Demos kosten Geld und es ist gut investiert. Bevor jetzt noch kleiner Björn Banane singt, möchte ich euch eins sagen. Wenn ich anstatt von diesem Scholz die Verantwortung für das Land hätte, dann hätte ich vor jedem Menschen in dem Land Demut und Achtung und nicht bloß vor ein paar wenige Korrupte. Ich hätte vor jedem Menschen hätte, dann würde ich dafür sorgen, dass wir nicht zwischen den Mahlsteinen von Ost und West hängen würden. Dann würde ich den Ausverkauf von Deutschland beenden. Wenn ich in unserem tollen, schönen Land was zu sagen hätte, das sagen hätte, dann wäre der Bolo-Schiffmann Gesundheitsminister und nicht dieser Klabautermann. Der immer sagt, du verbales Fall bei dieser Querdenkerbewegung, das wäre mein Bundesjustizminister erster Wahl und der Sattelmeier wäre Staatssekretär und nicht diese Kasper da in Berlin. Wenn ich in dem Land was zu sagen hätte, anstatt von diesem Steuerbetrüger Scholz, dann würde ich dafür sorgen, dass die Politik keinen Einfluss mehr hätte auf Gesundheit, keinen Einfluss mehr hätte auf Geisteswissenschaften, keinen Einfluss mehr hätte auf die Wirtschaft, sondern ich würde dafür sorgen, dass auf der Basis von einer sozialen Dreigliederung die Dinge ihren eigenen Weg nehmen, so wie sie unser Herrgott irgendwann mal für die Welt vorgesehen hat und nicht so, wie es die Eliten und die Politik draus gemacht haben. Und ich bin froh, dass ihr heute da wart und dass ihr mitmacht, denn wir haben die Schnauze voll. Ich habe die Schnauze voll von diesem System und ich stehe hier, damit wir Veränderungen in den Gang kommen. Ich wünsche euch für die nächste Zeit das Allerbeste und denkt immer dran, wer lacht, wer glücklich ist, ist unbesiegbar, denn wer lacht und wer glücklich ist, öffnet sich für die Energie des Kosmos und die Energie des Kosmos für uns alle ist. Unendlich wären die Energie des Geldes, dem die unterliegen, eine endliche Energie ist. Die wird zum Ende kommen, so schnell wie die Wahrheit jetzt die letzten zwei Jahre auf die Straße gekommen ist. Wir sorgen dafür, dass das weitergeht. Wir sorgen dafür, dass wir sagen können, Sie haben fertig! Und jetzt Björn, der Mann im Galber. Der Masse auflehnt und gegenhält. Es gibt Momente, in denen der Einzelne die moralische Pflicht hat,
zu widersprechen und sich zu widersetzen. Das erkennt auch unsere Verfassung an. Im Artikel 20 unseres Grundgesetzes ist das Recht zum Widerstand festgeschrieben.